Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Walter von Tradevola und heute würde ich Ihnen gerne einmal etwas detaillierter die Unterschiede der drei Plattformen zeigen, die wir aktuell supporten. Das wäre zum einen die TBS von Interactive Broker, zum anderen die TradeStation 9.5 von TradeStation Global. Und als letztes die TradeStation 10.0 von TradeStation Securities, dass Sie auch hier einmal sehen, was die wesentlichen Vor- und Nachteile dieser Plattformen sind. Beginnen würden wir direkt einmal mit der TBS, die Sie jetzt im Hintergrund sehen. Das sollte jetzt auch unabhängig von der Version irgendwo immer ähnlich aussehen. Das heißt, Sie haben eine ganz normale Chartfunktion, die Sie hier auf verschiedenste Intervalle einstellen können. Sie haben sehr begrenzten Indikatorenauswahl, die Sie noch mit hinzufügen können. Wie wir sehen, haben wir hier mal einen einfachen Moving Average eingefügt, so wie auch das Volumen. Das heißt, hier kann man natürlich auch andere Indizes mit einfügen, um dann einen Vergleich zu haben. Aber das Ganze ist halt auf die Indikatoren begrenzt, die im Prinzip hier auswählbar sind. Das heißt, man kann jetzt keine Studien oder Indikatoren noch zusätzlich mit einfügen und man kann auch keine eigenen Programme, zumindest jetzt hier in der TBS, erstellen oder dazu irgendwo noch mit zu ergänzen. Das heißt, die Basics kann man nutzen und die sind in der Regel alle standardmäßig mit enthalten. Sonst funktioniert das auch so, dass Sie hier durch die Symbolverlinkung einfach Ihre eigene Watchlist irgendwo mit einfügen können und durch ein einfaches Anklicken des jeweiligen Wertes das dann im Chart und in der Order-Eingabe sehen. Die Order-Eingabe ist relativ selbsterläuternd. Hier kann man mit einfachen Klicks schnell eine Limit- oder Market-Order aufgeben. Das können wir gerne einmal durchführen, auch für vielleicht mit einer Währung an. Gehen wir mal auf den Euro-US-Dollar. Also können hier auch bis zu einem Mikrolot das Ganze handeln. Auch kleinste Stückzahlen sind im Währungsbereich möglich, wenn Sie eine Order aufgeben. Sehen Sie diese dann hier unten auch in der Aktivitätsfenster, wo Sie alle Ihre Orders, Ausführungen und sämtliche weiteren Informationen sehen. Dann natürlich auch hier im Chart ganz einfach Ihre Order verschieben kann. Also sagen wir so, von der Funktionalität der Trader Workstation für einen Einsteiger ist hier eigentlich alles vorhanden. Wenn es dann etwas komplexer wird oder wenn Sie dann auch mit vollautomatischen Systemen arbeiten wollen, stößt die TBS natürlich an ihre Grenzen, weil Sie jetzt hier nichts weiter einfügen können. Sie haben verschiedenste Templates, die Sie hier nutzen können. Das heißt, es gibt auch je nachdem für jeweiligen Trading-Stil auch dementsprechende Layouts, die hier schon vorgefertigt sind. Das heißt, über Layout-Bibliothek öffnen können Sie hier auch verschiedene Dinge für Forex oder auch Future-Handel und direkt schon vordefiniert öffnen, sodass Sie da auch einiges schon vorfinden, was Ihnen sicherlich für Ihren Trading-Stil weiterhilft. Ja, ansonsten hat man eine Übersicht über sein Portfolio, über die offenen Positionen. Man kann verschiedenste Listen hier einfügen, auch mehrere Charts und es gibt klassische, so wie die Mosaik-Variante, weitere Informationen oder tiefgehende Informationen zur Trader Workstation finden Sie auch hier oben auf unserer Playlist. Alles zur Trader Workstation. Das soll erstmal so der erste grobe Überblick sein, dass man mal so sieht, wie die Plattform dann auch im Live-Handel aussieht, welche einfachen Funktionalitäten vorhanden sind und für weitere Details nutzen Sie bitte die jeweilige Plattform, die Playlist der Trader Workstation. Als zweites haben wir die TradeStation 9.5 von TradeStation Global. An Anlehnung an das Originalprodukt aus Amerika haben wir hier, wie Sie schon sehen, sicherlich eine etwas freundlichere Oberfläche. Gerade das Chartfenster ist natürlich mit Vielzahl von Indikatoren und der Programmiersprache Easy Language, denke ich, eines der Highlights. Also Sie sehen hier, wir haben hier einiges mehr an Indikatoren, sogenannten Show-Me's oder auch Paint-Bars, die man hier einfügen kann. Und das Gute ist, egal
wo wir reingehen, ob ich jetzt ein RSI als Beispiel einmal einfüge. Sie sehen, überall können Sie direkt auf die Programmiersprache zugreifen, können auch Programme verändern, können eigene Programme auch einfügen und es gibt auch Strategien, vorgefertigte Strategien, die Sie hier direkt mit verwenden können, die man natürlich auch anpassen kann. Aktuell ist es so, dass diese jetzt nur zum Backtest zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn man sie jetzt wirklich vollautomatisch laufen lassen möchte, wird das noch etwas dauern, bis das hier in der TradeStation freigeschalten ist. Sonst ist es natürlich auch im Radarscreen super einfach, hier Dinge zu sortieren, ob das jetzt nach der prozentualen Steigerung ist, dass wir einfach sagen, die größten Gewinner oder Verlierer oben, oder wir auch hier im Radarscreen natürlich noch Anpassungen vornehmen, was eigene Spalten sind. Das ist auch ein wesentlicher Vorteil. Also Sie können diese Indikatoren nicht nur im Chart verwenden, sondern auch im Screening des Radarscreens. Ein wesentliches Merkmal aktuell ist es hier auf 40, 50 Werte begrenzt, die im Radarscreen anwendbar sind und nach denen man natürlich hier genauso sortieren kann. Das heißt, ich kann hier den RSI als Beispiel wie im Chart einfügen und sollte dann in der Form auch sehen, wie diese Daten hier im RSI sich ändern oder das besser gesagt danach sortieren. Wir machen das mal hier kurz für den Bereich des Forex-Handels, weil die Daten jetzt hier freigeschaltet sind. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die TradeStation kann nur Live-Daten darstellen und nicht wie die TWS zeitverzögerte Daten. Ansonsten sind folgende Tools hier integriert, das heißt die Programmiersprache. Wir haben Matrix, Chart und Radarscreen, so wie Sie das jetzt auch hier im Hintergrund auf der Übersicht sehen. Wir haben die Hotlist, Time and Sales, wo man auch dann direkt wirklich alle Kursfeststellungen sehen kann, zu welchem Preis sie stattgefunden haben, die Markttiefe und die sogenannte Quick Trade Bar, die für den Forex-Handel interessant ist und auch den Trade Manager, wo Sie Ihre Positionen und dann Orders auch nachvollziehen können. Und das Gute natürlich, alles was wir hier in der TBS gesetzt haben, können wir natürlich auch in der TradeStation dann dementsprechend mit verändern. Bedeutet, als TradeStation Global Kunde haben Sie im Prinzip Zugriff auf die TBS von IB, wo die Daten herkommen, und dann auch die die TradeStation 9.5, die miteinander verknüpft sind. Und ich denke, einer der wesentlichen Faktoren, Sie haben schöneres Charting mit viel mehr Möglichkeiten, das Radarscreen oder den Radarscreen sowie diese eigene Programmiersprache und die Indikatoren, die Sie natürlich dann sowohl im Radarscreen als auch im Chart mit anwenden können. Und im Radarscreen macht es sich natürlich toll, sage ich mal, genau nach diesen Symbolen zu sortieren. Von den Märkten unterscheiden Sie sich nicht. Da sind natürlich alle Märkte, die über IB handelbar sind, hier auch in der TBS handelbar. Man muss natürlich aber eins hier sagen, die Option Station Pro oder den Optionshandel kann man hier über die TradeStation nicht mit abbilden. Auch wenn die Märkte genauso verfügbar sind, diese ganzen Optionsdaten können Sie hier nur über die TBS und über den Option Trader mit verwenden. Dann kommen wir zur dritten Plattform, das wäre dann die TradeStation 10. Ganz wichtig, die steht nur für TradeStation Securities zur Verfügung. Ist dann hier wirklich nur ausschließlich für den amerikanischen Markt, im Aktienoptionsbereich verfügbar und für den Future-Handel. Also hat nichts mit TradeStation Global zu tun, ist in dem Fall auch ein eigener Broker, der auch die Daten halt mit zur Verfügung stellt. Deswegen denke ich mal hier, ganz wichtig, TradeStation 9.5 als Variante für IB mit anderen oder weniger Funktionalitäten oder weniger Apps als dann die Vollversion von der US-Variante TradeStation Securities. Ja, im Hintergrund sehen Sie jetzt die TradeStation Securities Plattform. Wie bereits erwähnt, ist diese nur für den US-Aktien- und Optionsmarkt verfügbar und dementsprechend auch noch für den Future-Handel. Es sind zwar auch Währungen hiermit implementiert als Datenfeed, aber um wirklich jetzt Währung zu handeln, geht es leider über diese Plattform nicht. Ansonsten vom Handling und von der Übersicht ist TradeStation Securities sicherlich die TradeStation 10.0 von TradeStation Securities
die fortschrittlichste Plattform von den dreien, die wir jetzt vorgestellt haben. Das heißt, hier ist es wirklich dann auch möglich, wie beschrieben, auch Strategien und sämtliche Indikatoren einzufügen. Bei den Strategien natürlich hier auch diese vollautomatisch mit anzuwenden, dann auch Backtests durchzuführen, so wie bei der TradeStation Global, um diese dann auch weiter zu optimieren. Da gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten und die bietet Ihnen hier wirklich nur die TradeStation 10.0. Ansonsten vielleicht mal zu den Apps selber, um die Apps mal zu erwähnen, die jetzt vor allen Dingen nicht in der TradeStation 9.5 von TradeStation Global enthalten sind, haben wir zum einen jetzt das Newsfenster, Option Station Pro, die gerade im Optionshandel sehr, sehr viele Features bietet und das Ganze gerade natürlich für den amerikanischen Optionshandel recht einfach und übersichtlich macht. Für Strategie-Backtests haben wir auch das sogenannte Portfolio Maestro, was Ihnen einen Backtest auf ein ganzes Portfolio ermöglicht. Und wie vorhin schon erwähnt, der Scanner, der sicherlich einiges, sage ich mal, einfacher macht, wo Sie aus 300.000, 400.000 verschiedensten Symbolen die Werte herausfiltern können, die für Ihren Handel jetzt relevant sind und die dann auch in den Radarscreen zu implementieren. Der Radarscreen ist hier auf 999 Werte beschränkt. Das ist auch noch ein wesentlicher Unterschied zu TradeStation Global, dass Sie wirklich hier viel mehr Werte verwenden können. Und sicherlich auch einer der wesentlichen Vorteile ist der Trading App Store. Wir können ja hier einmal kurz reingehen, wo verschiedenste andere Developer, Entwickler halt ihre Features, ihre Indikatoren, ihre Strategien zur Verfügung stellen. Sie das entweder kostenlos mit nutzen können oder natürlich dann auch kostenpflichtig sind auch einige Strategien mit enthalten. Wir schauen mal kurz rein, wo Sie dann monatlich eine Gebühr zahlen. Da sehen Sie, es geht los von $4 pro Monat für vielleicht einen einfachen Indikator bis zu $200 für dementsprechend dann auch eine Strategie. Das ist natürlich eins der mit interessantesten Tools, die natürlich jetzt wirklich nur für die TradeStation Securities aktuell verfügbar sind. Also Trading App Store sowie auch der Walk Forward Optimizer, also um jetzt wirklich das Ganze vollautomatisch anzuwenden, glaube ich, kommt man aktuell nicht an der TradeStation Securities Version vorbei, zumindest wenn man hier am amerikanischen Markt arbeitet. Und ein kurzer Blick in den Scan, das ist natürlich auch ein wahnsinnig mächtiges Tool, welches Ihnen ja, ich will mal sagen, unendliche Scan-Möglichkeiten hier bietet. Wir können mal ein ganz banales Beispiel durchführen. Ich sage hier alle Aktien, dann exkludieren wollen wir nichts. Die sollen einfach mal gescannt werden für Werte, die zwischen zwischen $5 und nehmen wir mal $200 liegen. Und dann können Sie hier alle Indikatoren einfügen, wie bereits schon gesagt. Ich kann das nach Dividenden sortieren. Ich kann aber auch ganz einfach sagen, ich möchte mal alle Aktien in diesem Preisbereich sehen, die beim RSI als Beispiel über 80 liegen, also die absolut überverkauft sind. Dann lasse ich das durchlaufen. Sie sehen, 9000 Aktien hat er insgesamt gescannt. Davon sind 3000 circa, also 2988 in dieser Price Range, die wir festgelegt haben. Und jetzt prüft er genau, bei welchen jetzt hier der RSI größer als 80 ist. Und das kann man natürlich auch nicht nur allen Aktien machen. Sie können hier auch Optionstitel scannen, wo wir natürlich viel, viel mehr haben als diese 9000. Also da ist das Programm schon wirklich sehr, 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 sehr mächtig und ja, auch von der Funktionalität, glaube ich, mit eines der fortschrittlichsten Plattformen, auch durch den automatisierten Handel und die Option Station Pro, die ich Ihnen auch nochmal ganz kurz zeigen will, solange der Scan im Hintergrund läuft. Weil ich glaube, hier ist auch noch eins zu sagen, gerade wenn wir uns hier gewisse Strategien anschauen. Ich habe jetzt mal hier als Beispiel, nehmen wir mal, genau, vertikale Spreads. Da kann ich hier direkt auf
Analyse gehen, kriege hier eine 2D-Übersicht, wie mein Gewinn und Verlust aussieht. Also da hat man wirklich einiges an Funktionalitäten, die sich hier wirklich lohnen, gerade wenn man nur im amerikanischen Optionshandel tätig ist. Und wenn Sie zu diesen drei Plattformen weitere Informationen benötigen, dann wenden Sie sich bitte direkt an uns. Sie könnten, ob das jetzt zur TWS ist, zur TradeStation 9.5 oder auch zu TradeStation Securities einige Videos, die jeweiligen Playlisten sollten dann auch hier eingeblendet werden. Ansonsten können Sie natürlich sich jederzeit direkt auf unserer Webseite informieren oder uns kontaktieren. Wir sind natürlich gern bereit, Ihnen auch mal ein Demo-Login zu diesen Plattformen zur Verfügung zu stellen, dass man sich mal so ein Stück weit ein Bild macht oder halt einer unserer Mitarbeiter berät Sie gern, was vielleicht für Sie auch die beste Plattform für Ihren Trading-Stil ist. Also da einfach über das Kontaktformular oder im jeweiligen Support-Bereich uns kontaktieren, dann können wir Ihnen gerne hier kostenlose Demo-Logins für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stellen, ob das jetzt für die TWS ist. Ansonsten finden Sie hier auch weitere Seminare, die vielleicht das ein oder andere interessante Thema hier mit abdecken. Ja, Sie sehen im Hintergrund, der Scan läuft noch. Natürlich, umso mehr Indikatoren ich hier einfüge, umso länger kann auch so ein Scan benötigen. 10% fehlen jetzt noch. Bin mal gespannt, wie viele Werte am Ende des Tages hier rauskommen. Die kann man dann rein theoretisch auch wieder nehmen, in so ein Radarscreen hier einfügen. Beim Radarscreen, wie gesagt, das Ganze überhaupt nicht limitiert. Zumindest bis 999 können Sie hier so viele Werte einfügen, wie Sie wollen. Können natürlich hier auch Ihre Studien mit hinzufügen und auch wieder dann sortieren. Also das ist alles identisch, so wie wir es vorhin schon mal kurz gesehen hatten. Bei der TradeStation 9.5. Mit den Unterschieden, wie gesagt, einige Tools sind wirklich nur in der TradeStation Securities Variante zur Verfügung oder stehen zur Verfügung, wie der Scan, die Option Station Pro und der vollautomatische Handel, Work Forward Optimizer sowie Trade Manager Analysis, um Strategien oder Portfolios auszuwerten, sind dann leider auch nur in dieser Version verfügbar. Und zum Abschluss sehen wir noch den Scan. Das heißt, aus unseren 9000 Aktien, wo 3000 übrig geblieben sind, haben jetzt ganz genau ja, 21 die Kriterien erfüllt. Die können wir jetzt direkt verlinken und kriegen dann, Sie sehen im Hintergrund, die Charts dazu angezeigt, Time and Sales. Also können dann auch direkt hier eine Order aufgeben. Das ist alles relativ einfach und verständlich für den Handling, sodass man hier wirklich von der Arbeitsweise, glaube ich, am professionellsten von allen drei Plattformen agieren kann. Und ja, für weitere Infos, subscriben Sie bitte zu unserem Channel, um kein weiteres Video zu verpassen. Egal, ob es jetzt die TradeStation Securities, TradeStation Global oder Interactive Broker Plattform ist, all dies finden Sie auf den jeweiligen Playlists. Und wenn Sie zu unserem Channel subscriben, werden Sie auch in Zukunft keines dieser Videos verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.